Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Leute, weiter geht's im neuen... Wir sollten dieses umbenennen, Wir nennen das jetzt... New Mexico. Weiter geht's in New Mexico. Ey! Der wollte es nicht übernehmen. New Mexico. So, weiter geht's in New Mexico. Finde ich cool. Ich kann hier immer noch keine Brücke bauen, Leute. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht geht's auch erst, weil hier die Strömung so stark ist. Vielleicht geht das erst später mit Stein. Das könnte sein, weil hier die Strömung so groß ist, dass das mit Holz nicht geht. Deswegen lasse ich das hier erstmal so, wie es ist. Und wir kommen jetzt eh... Wir müssen Ponchos machen. Eine Poncho-Farm. Die wollte ich allerdings gerne hier drüben bauen. Das ist halt das Problem, was ich gerade habe. Und jetzt überlege ich gerade, was denn überhaupt passiert. Die Alpaka-Farm, Alter. Wenn ich hier eh keine Brücke bauen kann, dann könnte ich das auch hierher bauen. Aber eigentlich würde ich das gerne hier draußen irgendwo bauen. So, Alpaka-Farm. So, zwei Stück. Zwei Stück. Wie viel brauchen wir da? Vier. Okay, das ist ja auch ein bisschen doof, dass die so quadratisch sind. Wir haben den Teufel zu bezahlen. Wartet mal. Daran, daran und daran. So. Daran. Daran. Daran und... Scheiße, da geht nicht. Schade. Machen wir es so. Jetzt haben wir Alpakas, Leute. Geil. Okay, für Ponchos. Ja, das kann weg. Expedition. So, follow the sixth route. Game safe. Create your own fart and push the... Oha. Die Melodie ist immer so schön. Da will ich gar nicht reinquatschen. Jetzt haben wir die Wahl, entweder wir sollen dem Pfad folgen und versuchen, den Fallen auszuweichen, oder wir sollen halt einen eigenen Pfad durch... komm, wir machen den eigenen Pfad, weil es beides 0%. Success Chance 0%. Versuch den eigenen. Explore the post, ne? Twice, but they exit. Okay. Ja, dann hier, versuch halt fallen. Ja, war doch so hier. Bridge climbed down the... Okay, wir haben Glück gehabt, Leute. Ah, the time we pitch pulled in hard wind. There's little left to fear once your longboat goes end over end. So, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier drüben einfach ein Warenhaus hinstelle? Muss das denn unbedingt mit meinem Hafen verbunden sein? Oh, hier fehlt noch eins. The land has to be prepared first. Guck mal, das muss gar nicht unbedingt mit meinem Weg verbunden sein. Ich habe immer gedacht, das muss mit meinem Hafen verbunden sein. Muss es gar nicht. Die bringen das jetzt in das Haus hier? Oder nicht? So, Alpaka-Zeugs. Zeig mal. Macht mal eins fertig. Ah, scheiße, doch. Doch, es muss angeschlüsselt sein. Verschlüsselt hier, angeschlossen. Okay, dann... Das ist natürlich schlecht. Müssen wir es oben lang machen, das ist richtig bescheuert. Das finde ich richtig dumm. Aber gut, nützt nichts, müssen wir. The trick is to invest in the right people. Aha.
So, hier geht komischerweise eine Brücke. Das raff ich nicht, Leute. Das ist mir ein bisschen zu hoch, tatsächlich. Wir gerne mal aufklären, warum das da nicht geht. Müssen wir jetzt extra hier so einen riesen Umweg bauen. Wie ist so ein schöner Wasserfall? Guck mal. ein bisschen rüber. So. Okay, ja, warum auch immer. Wir versuchen das später mal abzukürzen, aber nun ja. So, da haben wir noch eine Poncho-Fabrik. Die ballern wir hier auch noch hin. Und ich würde sagen gleich zwei. Weil hier werden wieder viele, viele Leute. Auf der Insel leben. So. Okay. Dann schon wieder Warning. Ja, wir haben keinen Hafen für New Mexico, wo Leute ankommen können. Aber den kannst du noch gar nicht bauen, Alter. Was will die denn von dir eigentlich? So, ein Officermeister. Ach, den Rest brauchen wir nicht. Vom Schiff. Von der Schiffsfahrt brauchen wir nicht mehr. Segel brauchen wir erstmal nicht. So, Rum. Leute. Eine Rum-Distillery. Ist ganz schön groß. Die müssen wir hier hinballern. Ist nix. Am besten zwei wieder. Am besten sogar drei. Bevor ich sehe, another biscuit. Am besten sogar drei, weil. Ah ne, wir bauen nicht noch einen. Wir haben ja schon drei. Am besten drei. Wir müssen nämlich alle Inseln damit versorgen. Oder den dahin machen. So. So. Okay. So, wir brauchen mehr Leute. Oha. Game saved. Mehr Leute. Game saved. So, da habt ihr eure Leute. So. Einmal Feuerwehr noch. Someone lay hands on that cat. Port ho. Überleg grad, wo ich dich hinballer. Untold perils await us. Na, dahin. Reicht die noch bis da hoch? Ach, scheiße. So. Pressing engagement. That fish boy smells good. Feuer frei, Alter. Guck mal, da haben wir voll die Siegschance. Perfect shot. Sehr gut. Toll, Crafting haben wir nichts dabei. Ich wusste es, ey. Ich hab's mir noch gedacht. I suppose she'll do. Ruht euch mal aus, Kollegen. Ruht euch mal aus. I can't make any promises. So, eine Kapelle, Leute. Die wollen eine Kapelle. Och, die ist ja süß. Eine ganz kleine. Können wir da noch was daneben stellen? Polizeistation? Schade. Oh, die passt da noch hin. Sehr gut. Polizei und Feuerwehr nebeneinander. Hier ist die Kapelle. Bei der. Hallo, Freunde! Okay, aber diese schon mal. Feuerwehr haben wir. Rum dürften sie jetzt auch herstellen, hoffe ich. Rum.
Ja. Where did you say you so drei from? Stück haben wir hier gemacht, weil wir müssen ja die anderen beiden Inseln auch noch mit versorgen. Und deswegen bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob überhaupt drei reichen. Das geht relativ schnell, oder? Ja, wohl eigentlich auch nicht. Was sagt denn das Vorkommen, das Zuckervorkommen? Da haben wir mehr als genug, aber jetzt müssen wir erstmal abwarten. Wir haben ja drei Inseln. Come to watch. So, hast du deine 128. So. Okay. Kommen wieder Handelsschiffe. Okay, jetzt könnten wir halt versuchen, die ersten aufzubauen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir daten ab, Leute. Wir daten ab. Oh, hier die Kapelle. So, komm mal her hier. You reached a new milestone. So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder zu wenig. That blooming turnip was the size of her head. So. That's as low as I go now. Na, guck mal, jetzt haben die nämlich auch fette Hütten. Aber interessant ist auch mal zu sehen, dass es, also wie viele verschiedene Sachen es einfach gibt. Richtig geil, Leute. Ich will mal wissen, wie viele Kontinente es da noch gibt. So, jetzt guck mal, was hat das Handelsboot dabei? Hat das Pferd? Was hat Briggs dabei? Okay, und das andere, sehen wir das schon? Das? Das holt rum. Und dann wird das andere da auch rumholen. Okay. Never's uncle, sir. Up with a lark this morning, I was. Schade, hier passt keins mehr hin. All hands up ready. Was willst du denn nun schon wieder? Ey, das geht ganz schön ab da auf der hohen See. Song of the Sea. So looks sure of him. Answer. Tja, was soll ich da jetzt machen, Alter? Spätes Kacke. Da springt er in den Ozean. Warum macht er denn das? Go after the and. Put more skulls on the pile. Eine geht noch. Put more skulls on the pile. Digga, wie viel Geld haben wir denn bitte schon? Ist ja unnormal. Help the old man with a hat, por favor. Would like to give an object. Ja, was er gefunden hat. Was hat er denn gefunden? Oh, für ein Zoo, Leute. Sehr gut. Hast du gut gemacht, Kollego. Kollego. So, okay. Weiter geht's. Jetzt können wir schon Brickstraßen machen. Sollten wir tatsächlich machen, da wo viel Industrie betrieben wird. So good to see you, Uncle. Oh, jetzt bringen die denselben dämlichen Spruch hier auch. Good to see you, Uncle. Halt mal bitte deinen Mund. So. Den langen Weg hier läuft eh keine Sau. So, dann hier noch. Okay. Ah, das mit den Brücken. Check copy. Was willst du? Warum sollte ich das jetzt? In newspapers, you do what you're told. Es wird nichts Schlechtes berichtet. I did not think of this sooner. So. Of course, you know what best. Ach,
Kacke, jetzt kriegt man die Doch, kriegt man. Was ich nicht verstehe, warum. Ach, hier kann ich jetzt Brick. Ah, okay. So, guck mal. Was stand da? Okay. Lass sie sich doch. Storeroom's full, Boss. Habe ich zu viel jetzt? Davon? Krass. If I see another biscuit. Und. Your vessel shall be subject to an inspection. In another life we might have been cronies. So, jetzt haben wir hier fette Lagerhallen. Wie viel können die jetzt davon lagern? 275, krass. Ja, jetzt will ich aber auch sehen, dass ihr hier ordentlich Schnappes herstellt. Ordentlich rumpumpt. So, okay. Schon wieder. Oh, ein Spezialisten. You've no face for poker. Und 33 Nähmaschinen. Sehr gut. Aber der gibt mir extra Crafting. Das ist ja nice. Sehr gut. Kollege Klettverschluss. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch so einen Spezialisten. Das sieht doch gut aus. So, alles klar hier in der City? Jo. Alter, wie viele Leute da schon wieder rumpimmeln. Hä, was? Die feiern hier immer noch? Digga, guck mal, die machen hier Straßenfeste und sowas. Seht ihr das? Die stehen hier mit Leierkasten und so. Hier ist doch gar kein Festival. My basket is flowing over. Das ist ja verrückt. Was ist hier eigentlich für Action? Digga, die hat so viele Schiffe. So, hier oben auch noch alles tutti. Okay, hier oben ist auch noch alles tutti. Sehr gut, dann wieder ab. Ab nach New Mexico. Sehr gut. So, und hier haben wir ja jetzt genug rum eigentlich. This city is a magnet for genius. So good to see you, Uncle. Ja, mach halt. So. Sehr gut, dann lasst uns hier mal jetzt noch auf die Schnelle die Clay-Produktion ein bisschen ankurbeln, ja? Sehr gut. So. Die stellen Ponchos her. Wir haben zu wenig Arbeiter. Das muss geändert werden. Wir brauchen wieder mehr Leute. Krass, ey. Wie viele Häuser man eigentlich immer bauen muss bei dem Spiel, ist schon hart. So, hier haben wir jetzt das Problem. Das können wir hier gar nicht so machen. Fetid festering filth. Können wir da gar nicht so machen. Oder oben. Feuerwehr! Wo ist Kommando Spritz? Da sind sie schon. Auf dies Verlass, Leute. Da ist Kommando Spritz. Da müsste doch eigentlich nochmal Kommando Spritz kommen, oder? Von hier hinten. Fahren die gar nicht erst los, oder was? Die hier. Die fahren gar nicht erst los, Leute. Aber guck mal, Kommando Spritz 1 hat alles im Griff. Ist voll geil, dass das jetzt hier auch so echt mexikanisch aussieht. Die laufen mit Poncho rum und so. That blooming turnip was the size of her head.
So, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. The fire has been vanquished. Sehr schön. So, wir brauchen noch mehr Häuser, Leute. Wir brauchen noch mehr Häuser. Es nützt nichts. Reicht das denn eigentlich? There are a few things to bring up to the patron. Ja, es reicht mit dem Marktplatz, reicht's. Sehr gut. Sehr gut. Sogar bis hier hoch. Geil. Geil. So, wir brauchen nämlich mehr Arbeiter. We all like a nap in the orchard. Flupp. Das ist wieder ausgeglichen. Ja, wir haben so viel Geld, das ist ja unnormal. A fire broke out. Schon wieder? Achso, das ist mal woanders. So, der holt rum ab. Die kriegen das schon unter Kontrolle, denke ich. Oh, was ist hier los? Hä, ihr habt zu wenig? Holz, Leute, wir brauchen mehr Holz. Die haben zu wenig Holz. Ja, wait a moment, please. Das machen wir. Please hold the line. Has been vanquished. Please hold the line. Reicht das denn bis dahin? Ja, reicht. Sehr gut. Würde ich sogar noch einbauen. Something for all seasons. Vor allem, ich würde das gern verbinden hier. Game safe. Ich warte noch, bis das Pferd drüber ist. Bei der Brickfabrik alles klar? Ja. So. Achso, jetzt könnten wir eigentlich mal gucken, ob das hier funktionieren würde. Das würde mich nochmal schnell interessieren hier. Das abreißen. Hier kannst du echt keine Brücke bauen. Das gibt's da gar nicht. Krass. Verrückt. Verstehe nicht warum, aber es geht nicht. Es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Es geht nicht. So. Okidoki, Leute. An der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Macht's gut. Tschüss. So good to see you, Uncle.